Ja, śmieszne. Ich wollte ein bisschen einen witzigen Aufruf machen, für das, dass der Schomber eben sich traue, für Gente 76 zu stimmen, notamment die Koalitionsmembern aus der LSAP und die Gring. Da werden sie mal so Sprechstoff geschrieben, weil Lea Notbrand spürt Gente 76 dran. Und für einfach eine Gedrohung zu machen, dass sie für Ideale sollen ausstehen und sich nicht länger die vier innerordnen sollen. Und wir hoffen, dass wir natürlich dann aber noch Leute in der Koalition können, für uns überkriegen. Das merkt man quasi die letzte Aufruf für das Ideale. Ich darf jetzt autonomie finden, dafür stehe ich jetzt sogar. Jawohl, ja. Merci, Nies. Die Studentenvertretung kriegen, wie das heute der Fall ist. Das heute wird eigentlich gewissen, dass es schwerer ist, an dem guten Domain die Reise als Minister auch mit den Studentendialog zu feiern, weil der Ansprechpartner, der repräsentative Ansprechpartner fehlt. Aber wir haben mit all denen geschwört, am Laufe der letzten Monate, die wollten bei uns kommen. Und das hat auch einen großen Abfluss auf den Text. Viele von denen Amendementen der Regierung abgewischt wird, wie zum Beispiel Cannabox, wie die der Komplement von der sozialen Box, die kann als Spray geholt werden oder andere Impulse sind von den Studentenvereinigungen, noch einmal von der ersten oder von politischen Organisationen kommen. Wir können uns aber vorstellen, dass in Zukunft mehr eine repräsentative Studentenvertretung gegen den Kontakt mit der Politik sich. Das ist noch ganz kurz im Ende, Herr Minister. Aber trotzdem verschiedene Amendemente, wo auch im Nationskomitee vor, dass einzelne Amendemente, du könntest dir vorstellen, dass die auch überholt werden. Wir haben ja aufgrund von den Diskussionen, die wir mit den Studenten gefordert haben, eine Reihe von Amendementen schon aufgeholt. Die sind an den Text angeflossen, weil die Regierung es abgerutscht hat, respektive die Chambre es dabei gesagt hat. Ganz oft auch aufgrund von wie vom Conseil d'État. Und ich gehe davon aus, dass den Text, den durch die Chambre-Kommission mit den Amendementen damit ich doch wieder geholt habe. Und noch den, dass den Projet Loi eventuell belegt wird, in an zwei, drei Jahren respektive. Dann Änderungen denke, könnten kommen, wenn noch bis alle die Tüten um das schleien. Ich habe eh große Rückkehr an diesem Dossier, dass wir wenig Zeit hatten. Ich habe innerhalb von drei Feiermänden Projekt de Loi vorlegen. Feiermänden Droblo hat den gestimmt an der Chambre. Ich habe mir gewünscht, dass er am Vierfeld hat können einen anderen Dialog, einen reden Debatt eigentlich feiern über die Konditionen für die Studenten, bei ihm noch die Bausen, mit Vergleichen umzählen, aber auch mehr Tüten machen, dass das vorher, dafür wollen wir das nachholen. Und sollte es da ergehen, dass man das eine oder das andere nicht berücksichtigt tun an diesem Gesetz oder falsch berücksichtigt tun an diesem Gesetz, da wäre es eigentlich nur normal, dass er noch nicht gegen uns zurückkommt. Das ist für mich evident. Ja, merci. Merci auch. Dann gehen wir mal erst. Ciao.